Guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass Sie den Weg ins Museum Berlin-Karlshorst gefunden haben. Wir veranstalten heute Abend die zweite Begleitveranstaltung der Ausstellung Was erzählen Fotografien? Albert Diekmanns Bilder aus dem besetzten Osteuropa 1941-42. Und in dieser Ausstellung zeigen wir Bilder, die der Amateurfotograf Albert Diekmann in den Monaten nach dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 in den dort eroberten Gebieten gemacht hat. Ich fand das auch deshalb interessant, weil genau in dieser Region und in diesem Zeitraum es eine massive Ausweitung von Massengewalt gibt. Dazu zählen der Übergang zum systematischen Mord an der jüdischen Bevölkerung, aber auch das Massensterben der sowjetischen Kriegsgefangenen, um nur zwei der größten Opfergruppen zu nennen. Obwohl die militärische Einheit, in der Albert Diekmann als Stabsarzt diente, an Verbrechen direkt beteiligt war, finden sich in seinen Fotografien insgesamt nur relativ wenig Hinweise auf diese Verbrechen. Das ist, wenn auch mit einigen Ausnahmen, typisch für viele Fotografien, die wir von deutschen Tätern oder von Amateurfotografen haben. Und die Bilder der Verbrechen, die unser visuelles Gedächtnis nach 1945 ganz wesentlich geprägt haben, stammen meistens von sowjetischen, britischen und US-amerikanischen Kriegskorrespondentinnen, die mit den alliierten Truppen zusammen vorrückten. Sie alle kennen diese Aufnahmen aus den befreiten Lagern und ich bin sicher, dass Ihnen jetzt Bildsequenzen aus dem Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz vor Augen stehen oder Bilder aus den KZ Bergen-Belsen, Dachau oder Buchenwald. Und mit genau solchen Filmaufnahmen werden wir uns heute Abend befassen. Dazu möchte ich ganz herzlich den Direktor des Österreichischen Filmmuseums in Wien, Michael Löbenstein, begrüßen. Er wird uns heute das Projekt Visual History of the Holocaust, Rethinking Curation in the Digital Age näher vorstellen. Dieses wurde bzw. wird vom Ludwig-Boltzmann-Institut für digitale Geschichte in Wien in enger Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Filmmuseum koordiniert. Das Ziel des Projektes war, und ich zitiere von der Website, die Möglichkeiten und Grenzen digitaler Technologien bei der Bewahrung, Analyse und Vermittlung historischer Zeugnisse des Holocausts, insbesondere audiovisueller Aufzeichnungen auszuloten. Bevor ich Michael Löbenstein das Wort gebe, lassen Sie mich kurz etwas zu seiner Person sagen. Er ist Autor, Kurator und Mediengestalter. 2004 bis 2011 war er Kurator am Österreichischen Filmmuseum und an diversen Forschungsprojekten am Ludwig-Boltzmann-Institut beteiligt. Zwischen 2010 und Anfang 2017 hat es ihn auf die fast gegenüberliegende Seite der Erdkugel verschlagen. Er war nämlich in Australien und dort war er CEO des National Film and Sound Archive, bevor er 2016 zum Direktor des Österreichischen Filmmuseums berufen wurde. Ich möchte an dieser Stelle nicht auf seine zahlreichen Publikationen eingehen, sondern ihm gleich gerne selbst das Wort überlassen. Im Anschluss an seinen Vortrag wird es die Möglichkeit für Fragen und Kommentare geben und wie immer laden wir Sie ganz herzlich ein, nach Ende der Veranstaltung mit uns zusammen noch ein kaltes Getränk zu nehmen und weiter im Gespräch zu bleiben. Und ich übergebe dir jetzt einfach das Wort, lieber Michael, und bin gespannt auf deinen Vortrag. Schönen guten Abend und schön, dass Sie gekommen sind. Ich glaube, Sie können mich deutlich hören. Ich höre mich zumindest sehr deutlich. Und ganz, ganz herzlichen Dank auch an das Museum. Mir ist jetzt wieder aufgefallen, du sagst Karlshorst. Wir in Österreich sagen Karlshorst. Also wir haben diese komplett andere Betonung von Worten. Aber ich bin das erste Mal auch hier im Museum und hatte jetzt auch tatsächlich das Vergnügen und auch wirklich die Freude, die Dauerausstellung, das ist das erste Mal auch in kundiger Führung zu sehen und auch die Diekmann-Ausstellung zu sehen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Direktion und auch beim wissenschaftlichen Personal des Museums und Babette im Besonderen einfach für die Möglichkeit, im Rahmen dieser wirklich wunderbaren Ausstellung näher über Bildmedien eigentlich und über sozusagen die Rolle der fotografischen Medien, in dem Fall mein Fachgebiet Film und unser Bild sozusagen von der Vergangenheit und Geschichtsschreibung zu reden.
Wie Babette Quinkert angekündigt hat, ich bin Teil eines großen Forschungsprojekts gewesen, das mehr als vier Jahre lang eben die visuelle Geschichte des Holocaust erforscht hat. Nicht erschöpfend erforscht hat, aber es war trotzdem etwas, das einen großen Umfang hatte, das komplex darzustellen ist, sich ganz, ganz schwer irgendwie auch nur auf drei oder vier Sätze zusammenfallen lässt. Also gestatten Sie mir ein bisschen sozusagen einen längeren Gang durch dieses Projekt und unsere Fragestellungen und auch das Material, mit dem wir uns beschäftigt haben. Und dann freue ich mich nachher auf die Diskussion bzw. Ihre Fragen. Ich habe diesen Vortrag jetzt in Abweichung von dem, was wir angekündigt haben, heute nochmal einen kurzen, schlüssigen Titel gegeben, der für mich nochmal ganz viel von dem zusammenfasst, auch nochmal, was ja auch über der Dieckmann-Ausstellung hier steht, nämlich die Frage nach Zeugenschaft eigentlich von Bildmedien, in dem Fall bei mir hier der Film. Und was ist die ausschlaggebende Fragestellung jetzt gewesen bei diesem Projekt Visual History of the Holocaust? Ganz allgemein zusammengefasst, dass es nur ganz vereinzelte Bilder von der Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden gibt und dass unsere Vorstellung vom Holocaust nachhaltig von einigen wenigen sehr bekannten filmischen Dokumenten geprägt ist, die alliierten Streitkräfte und ihre Bildkorrespondenten, und man muss auch sagen Bildkorrespondentinnen, denn auf sowjetischer Seite gab es etliche Kamerafrauen auch, die mit den Stäben gearbeitet haben, bei der Befreiung der Konzentrationslager beziehungsweise bei der Entdeckung von Städten von Massenvernichtung und Massenmord angefertigt haben. Also im gewissen Sinne sind die Bilder und das Bildgedächtnis, das wir an den Holocaust haben, Bilder eigentlich nicht des Holocaust, sondern Bilder der Nachwirkungen, der Entdeckung von Städten der Vernichtung, manchmal auch nur sozusagen der Dokumentation vom Fehlen von praktisch allen manifesten Spuren. Und wir sind von dieser Fragestellung ausgegangen, wie ist so ein Bildgedächtnis entstanden, welche Ursprünge hat es, wie prägt es sich aus und was für Auswirkungen hat es nach wie vor auf unsere populäre Vorstellung des Holocaust. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt. Eine andere Fragestellung ist etwas, das jede, die sich mit Fotografie und Film beschäftigt, sich sehr bald stellen wird, nämlich die Frage von den Bildmedien als Zeugnis oder in dem Fall würde ich sozusagen sagen, das Bildmedium durchaus auch als Zeuge, und lassen Sie mich sozusagen nochmal später darauf zurückkommen. Das eine, der Film als Zeuge, das ist sozusagen ganz, ganz wörtlich zu verstehen. Das ist auch ein wunderbarer Band, Niemand zeugt für den Zeugen, in dem es einen Aufsatz gibt von Lawrence Douglas, der Film als Zeuge. Und da geht es darum, dass Filmaufnahmen aus den befreiten Konzentrationslagern in den Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozessen tatsächlich als Beweismittel und als sozusagen Zeugen der Anklage vorgeführt wurden. Also der erste Punkt, warum ist sozusagen die visuelle Geschichte des Holocaust bedeutsam? Weil es auch zum ersten Mal tatsächlich in größerem Stil zum Einsatz von Film als Beweismittel gibt in einem Prozess, noch dazu einem Prozess, wo eine neuartige Art von Verbrechen auch verhandelt wird, nämlich das, was wir jetzt als Verbrechen gegen die Menschlichkeit verstehen würden. Lassen Sie mich, nur damit wir uns die Bedeutung noch einmal vergegenwärtigen, einen Ausschnitt aus einem amerikanischen Spielfilm von Stanley Kramer, Judgment at Nuremberg von 1961 zeigen, wo sozusagen dieser Moment, wo das erste Mal im Gerichtssaal Film als Beweis vorgeführt wird, selber schon sozusagen Geschichte geworden ist und Teil von unserem populären Gedächtnis ist. Ein kurzer Ausschnitt aus diesem Spielfilm. Your Honors, I would like to request that Colonel Lawson be sworn in as a witness. Granted. Thank you. Will you raise your right hand? I swear by God the Almighty and Omniscient that I will speak the pure truth and withhold and add nothing. I do. Were you active in the United States Army in 1945 at the close of the war? Yes, I was. Were you in command of troops liberating concentration camps? I was. Were you in Dachau and Belsen? Yes. Were you present when the films we are about to see were taken? Yes, I was. Mm-hmm.
Okay. The map shows the number of and location of concentration camps under the Third Reich. Was ist das jetzt für ein Film, der in diesem Spielfilm sozusagen wieder aufgeführt wird im Gerichtssaal, der ein Kinosaal wird? Das ist tatsächlich ein historisch verbürgtes Beispiel. Der Film hieß Nazi Concentration Camps. Hier sehen Sie auch die Archivsignaturnummer des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, wo dieser Film archiviert ist, und ist tatsächlich als Beweismittel zugelassen worden vor Gericht. Der Film beginnt mit einer minutenlang vorgelesenen und auch in Schrift wiedergegebenen eidesstattlichen Erklärung der Hersteller dieses Filmes, wo sie bezeugen, dass alle Aufnahmen unverfälscht sind und tatsächlich von ihnen als Zeugen aufgenommen wurden. Sozusagen der Wahrheitsbeweis-Film wird noch einmal bekräftigt mit einer eidesstattlichen Erklärung. Der Name, den Sie auf der rechten Seite sehen, George Stevens, ist tatsächlich der, manche von Ihnen werden ihn kennen, berühmte Hollywood-Regisseur George Stevens. Der auch eingesetzt wurde im Rahmen der US-Streitkräfte, wie andere bekannte Regisseure wie Frank Capra oder John Ford, um tatsächlich das Kriegsgeschehen zu dokumentieren. Es gibt nicht nur der Film ist für alle, die es ganz genau wissen wollen, am 29. November 1945 als Beweisstück Nummer 230 vorgeführt worden. Ja, von welchen Filmen reden wir, sozusagen, wenn wir jetzt von der visuellen Geschichte des Holocaust sprechen? Und ich würde sagen, da gibt es im Prinzip zwei grobe Kategorien, ganz grobe Kategorien, wenn ich beginne, nämlich Bilder, die man nie vergisst und die man kennt. Und Babette, du hast in deiner Einführung bereits eigentlich sozusagen die meisten sozusagen angerissen. Und wenn Sie einen Moment die Augen schließen und sozusagen denken, Filmbilder des Holocaust, Sie werden ganz ähnliche Bilder vor Augen haben. Die Schuhberge, die Büschel mit Haaren in Auschwitz, die Kinder, die die Ärmel hochrollen und die Tätowierung in Großaufnahme zeigen, ausgemergelte Häftlinge, die in Lagerstraßen in Dachau oder im Buchenwald stehen, die Bevölkerung, die vorbeigeführt wird in Buchenwald an sozusagen Beweisstücken für Nazigräuel. Also das sind sozusagen diese Bilder, die sich uns eingebrannt haben über viele Generationen aus ihrer Wiederverwendung in Unterricht, Dokumentationen etc. und die wir kennen, die ikonisch sind. Und dann gibt es Bilder, die man nie vergisst, wenn man sie sieht, die man aber nicht kennt oder die man so in dieser Form auch nicht kennt. Und das war eine der Aufgaben dieses Projektes, sich mit solchen Bildern auseinanderzusetzen. Ich würde Ihnen sozusagen ein Beispiel, das ich Ihnen jetzt nicht zeigen werde, aus mannigfaltigen Gründen, können wir nachher noch gerne drüber sprechen, ist, es gab nicht nur einen amerikanischen Anklagefilm in Nürnberg, es gab auch einen sowjetischen Anklagefilm, ebenfalls ungefähr eine Stunde lang, der Kinodokumente der Verbrechen der deutsch-faschistischen Aggressoren auf dem Gebiet der Sowjetunion, in Übersetzung heißt, der in Russland, den Vereinigten Staaten und in den Niederlanden überliefert ist und der ein extrem bedrückendes und gewalttätiges Dokument der Vernichtung von 1941 bis 1944 darstellt. Das ist zum Beispiel so ein Film, der tatsächlich eine Entdeckung eigentlich für die Weltöffentlichkeit jetzt ist. Ein anderer Film, und aus dem werde ich Ihnen jetzt kurz einen Ausschnitt zeigen, und wenn wir am Ende Zeit haben, können wir uns noch einen zweiten vielleicht ansehen, wenn Sie Interesse haben, stammt aus dem Bestand aus Archiven der ehemaligen sowjetischen Streitkräfte, und das ist beispielsweise ein aus dem russischen Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente, ein Film von 1944 des Zentralen Studios für Dokumentarfilm über Majdanek oder das Lager Lublin, wie Sie es nennen. Und ich gebe Ihnen nur einen kurzen Eindruck sozusagen, wie anders als vieles von dem, was Sie sozusagen kennen an Filmdokumenten über die Befreiung der Lager, so ein Film aussieht. Das ist jetzt ein paar Minuten, ich werde abbrechen, weil es insgesamt fast 10 Minuten sind und das ist dann doch etwas lang. Und die Tonqualität ist entsprechend, wir sprechen von 1944, wir sprechen von Tonfilmaufnahmen, die die Sowjets
machten. Eine Tonapparatur hatte ungefähr die Größe eines großen Kühlschranks und wog ungefähr doppelt so viel und musste, während noch Kriegshandlungen stattfanden, transportiert werden. Es gab genau zwei Tonfilmeinheiten und die mussten auf der gesamten Front der Roten Armee aufgeteilt werden. Noch dazu musste das Filmmaterial mit verschmutztem Wasser entwickelt werden. Es war die Laborinfrastruktur zusammengebrochen. Also die technische Qualität ist tatsächlich ein Teil der Überlieferungsgeschichte dieser Filme. Sie sehen jetzt einen Ausschnitt hier aus einer Befragung, die die Extraordinary State Commission, die außerordentliche staatliche Kommission zur Aufklärung der Verbrechen, und zwar die polnisch-russische Kommission, im Lager machte, und zwar sowohl mit Lagerbesatzung als auch mit Häftlingen. Und hier sehen Sie die Vernehmung von Obersturmführer Anton Ternes. Haben Sie den Massenmord gesehen hier im Lager? Den Massenmord habe ich nicht gesehen. Ich habe bloß gesehen, weil ich im Lager nichts zu tun hatte, wie die Leute dorthin marschierten. Darunter waren es 5000 Frauen. Массовое расстреливание, не видел, как он не имел ничего общего с лагерем, но он видел, как видите там. Он не имел права пускать. Waren Sie im Bad gewesen? Das habe ich gesehen, ja. Die als gebadet haben. Ja, von den Ärzten. Von den Ärzten. Aus Vrechier. Wie kennen Sie den Namen? Dr. Blanke und Dr. Rindfleisch. Blanke Rindfleisch. Blanke. Blanke. Sie haben Ihnen persönlich das erzählt? Sie haben mir das erzählt, jawohl. Wer hat die Leute zum Ersticken geschickt? Diese Ärzte oder die Lagerleitung? Ja, da kam mal ein Transport, da wurden die nicht arbeitsfähig. Die wurden ausgesucht. Von wem? Von Dr. Blanke. Когда приходил транспорт, то неработоспособные отбирали доктором Бланке. Und wurde erstickt. Circa 500 Stück wurden da rausgezogen. Ne? Wurden, около 500 человек, значит, было добро, что было. Методы немецкой медицины, лечение больных. Also das war eine von den Methoden der deutschen Medizin, ja? Medizin, die Krankenkur, ja? Jawohl. Как вы думаете, сколько заказовано людей по такому методу немецкой медицины? Wie denken Sie, wie viele Mann sind dort erstickt worden? In der Kammer? Ja. An dem Tag nehme ich an. Тот день 500 человек. В один день 500 человек? An einem Tag. Jawohl. Общее количество мигрантов не давал? Und die ganze, die Summe hat Ihnen Dr. Blanke nicht gemacht? Nein, die hat er mir nicht gemacht. Das war alles geheim. Das war alles секретно. Как долго Blanke здесь прошел? Wie lange war hier Blanke als Arzt gewesen? Circa ein Jahr. Genau weiß ich nicht. Auch ein Jahr. Circa ein Jahr. Kann auch mehr sein, nicht wahr? Es könnte auch mehr sein, das weiß ich. Was muss die Botschaft nicht sein? Das war sicher von oben befohlen. Das war mir приказано сверху. Wurde da auch die Frauen erstickt? Auch Frauen, jawohl. Und auch die Greise? Älter Leute, jawohl. Ja, das ist schon mal. Unter der Erstickten, welche Nationalitäten waren? Da waren alle Nationalitäten vertreten. Welche überzählen Sie? Belgier, Franzosen, Polen, Griechen, Italiener, fast alle von Europa. Juden, jawohl. Ja, Russen, Juden, nicht? Juden, ja. Kriegsgefangene nicht, glaube ich. Es gibt auch Russen, die nicht Juden sind. Sehr viele. Also das Russen, das kann ich nicht sagen. Nein, das nicht. Gut.
Manche von Ihnen werden vielleicht einige kurze Ausschnitte aus Verhören wie diesen gesehen, aber die tauchen meistens in Dokumentationen wirklich sozusagen nur als kleine, kurze Schnipsel auf. Und was ich natürlich an solchen Dokumenten bemerkenswert finde, ist, wenn man sie tatsächlich als Archivstücke als Ganzes sehen kann, weil man dann auch sieht, der Aufwand, der getrieben wurde in der kurzen Zeit zwischen der Befreiung der Lager und dem, dass in diesen Kommissionen auch der Prozess gemacht wurde, letztlich auch in vielen Fällen der Wachmannschaft und den Kommandierenden, die dann auch an Ort und Stelle auch hingerichtet wurden, in großen spektakulären öffentlichen Hinrichtungen, dass dazwischen sozusagen aller machbarer technologischer Aufwand getrieben wurde, um sozusagen einen Wahrheitsbeweis festzuhalten. Und für uns in dem Projekt, also wirklich nur so eine kurze Notiz, war es auch wirklich wichtig, dass wenn wir Transkripte machen dieser Gespräche, nicht nur wie in Dokumentationen, dass die Antwort auf Deutsch beispielsweise gezeigt wird und die russische Frage nicht, sondern wir wollten auch diese ganze Situation dessen, dass zum Teil die Übersetzerin ist fantastisch, die ist tatsächlich sehr, sehr akkurat. Es gibt andere Übersetzer, die an bestimmten Punkten absichtlich oder unabsichtlich fehlübersetzen, manche der Aussagen festgehalten werden. Also tatsächlich eine komplexe Sache. Was für Forschungsfragen haben uns jetzt in diesem Projekt beschäftigt? Und wie gesagt, es geht um die visuelle Geschichte des Holocaust und nicht um eine Geschichte des Holocaust. Das sind jetzt sozusagen ein paar unserer Forschungsfragen durch, die, glaube ich, viel auch mit der wiederum mit Fragen der Dieckmann-Ausstellung zu tun haben. Wie prägen Bilder und in unserem Fall insbesondere bewegte Bilder unser visuelles Gedächtnis? Wie migrieren diese Bilder durch Raum und Zeit? Ja, die sind ja nicht einfach da, sondern wie werden diese Bilder überliefert? Wo werden sie aufbewahrt? Und wie werden sie jeweils neu gelesen? Wie verhalten sie sich zu anderen Typen von Dokumenten? Fotos und Filme stehen nicht isoliert da. Es gibt komplexeste Konfigurationen, angefangen von Fotografie über Schriftgut und Dokumente bis hin zu Zeugenaussagen und Interviews. Wie können sie im geografischen Raum verortet werden? Komme ich später noch mal kurz dazu. Aber das ist natürlich etwas, das mit dem Internet und mit Google Maps sehr spannend geworden ist. Wie lassen sich immaterielle und materielle Objekte miteinander verbinden? Das ist so eine allgemeine Frage sozusagen für Kulturgut. Wie können bestimmte Ideen jetzt auch mit konkreten Räumen und mit Objekten zusammengebracht werden für Museumsmenschen und sowohl Museumsbesucherinnen, die leidenschaftlich sich mit Museen beschäftigen, als auch Museumskuratorinnen und Kuratoren, ist das ganz klar. Ja? Und wie können wir ein medienkritisches Verständnis von Bildern erzielen? Das ist sozusagen ein großer Bildungsauftrag nochmal. Wie können wir diese Bilder einfach auch wahrnehmen, tatsächlich als etwas, das nicht einfach nur ein Abdruck von Wirklichkeit ist? Ja? Durchaus sozusagen komplexe Fragen und wo am Ende dann noch steht, wie können wir digitale Mittel dafür einsetzen? Ja? Und das ist einfach eines der Ziele dieses Projektes auch gewesen, das durchzuexerzieren. Warum interessiere ich mich jetzt sozusagen für Bilder und Film und wirklich, verzeihen Sie mir sozusagen einen ganz kurzen Ausflug in die Kulturwissenschaft, aber das ist so etwas, hier Gerhard Pauls, irgendwie dieses Zitat von Gerhard Paul, dem Historiker, der so auch ganz wichtig so einen Begriff von Visual History, also einer visuellen Geschichte geprägt hat, ist mir einfach auch sehr wichtig. Wir müssen uns von dieser Idee verabschieden, dass Bilder einfach nur sozusagen ein unschuldiger Abdruck der Wirklichkeit sind. Das war mal so eine Utopie, wie die Fotografie erfunden wurde, praktisch sozusagen. Das ist das, dass sozusagen die Wirklichkeit drückt sich einfach ab und ist unverfälscht wiedergegeben. Natürlich ist das nicht der Fall, das wissen wir alle, aber Bilder sind nicht bloß Illustration anderer Ideen, sondern Bilder sind tatsächlich auch etwas, das mit uns etwas macht, das sozusagen aktiv auch Geschichte schreibt. Ja, er sagt das hier wunderbar, sie konditionieren Sehweisen, sie prägen wirklich die Art, wie wir die Welt ansehen, sie prägen Muster dessen, wie wir sie uns vorstellen, sie transportieren auch Deutungsweisen, also Interpretation mit. Und sie organisieren eigentlich auch historische Subjekte, sprich Menschen in gewissem Sinne. Also hinter Bildern, hinter bestimmten Vorstellungen können wir uns tatsächlich sozusagen versammeln und auch so etwas wie ein Geschichtsbild, aber manchmal auch so etwas wie ein nationales Selbstverständnis auch entwickeln. Also Bilder sind, und das wissen wir alle, mittlerweile auch sehr gut in den verschiedensten Dimensionen, auch etwas, das ganz stark eingreift in die Realitäten, sie einfach nicht nur abbildet. Was war jetzt dieses Visual History of the Holocaust Projekt? Das ist von der Europäischen Kommission gefördert worden im Rahmen des sogenannten Horizon 2020 Programms, und das war ein recht großes Konsortium von insgesamt 12 Partnern aus Deutschland, Österreich, Frankreich und Israel.
mit assoziierten Partnern in den Vereinigten Staaten, die vor allem Archivpartner waren, also doch ein recht großes Unterfangen, fast 50 Menschen, die da gearbeitet haben, 4 Jahre lang an dem. Und mit was für Filmen haben wir uns sozusagen beschäftigt? Was für Typen von Filmen, die sozusagen diese visuelle Geschichte des Holocaust schreiben, haben wir gefunden? Das ist jetzt nur 2 kurze Dias, dass Sie die Vielfalt sehen von dem. Wir haben auf der einen Seite, haben wir hier, und jetzt bin ich für den Laserpointer total dankbar, haben wir Originalmaterial, also hier beispielsweise die Original-Dokumentarfilmaufnahmen, die archivierten der US-Streitkräfte, hier ein Beispiel aus Mauthausen in Österreich, einem sogenannten Russenlager. Hier ein Film von Arthur Mainzer, der in Buchenwald gedreht wurde. Dann gab es auch die sogenannten Star Film Reports. Das waren wiederum Filme, die zusammengestellt wurden, aber top secret waren. Die wurden höherrangigen Militärs vorgeführt, um zur Kriegslage zu informieren und waren nie für die Öffentlichkeit gedacht, so wie diese Aufnahmen auch nicht. Dann gab es die berühmten Informationsfilme, der allernotorischste, die Todesmühlen, der tatsächlich in Kinos in Deutschland und Österreich vorgeführt wurde, um Entnazifizierung zu betreiben. Und dann gibt es so Formen, die eigentlich erst wirklich in den letzten 1,5 Jahrzehnten so verstärkt in die Aufmerksamkeit geraten, und das sind Amateurfilme. Also tatsächlich hier 2 Beispiele von Filmen, der eine von einem Armeekameramann namens Norman Krasner, der andere von Sergeant Mainzer, der auch hier Buchenwald gefilmt hat, die mit ihren eigenen privaten Schmalfilmkameras ebenfalls bei der Befreiung von Konzentrationslagern filmten und diese Filme dann zu Hause aufbewahrten, die erst im Laufe der letzten 15 Jahre in Archive fanden. Es gibt tatsächlich Filme über die verschiedensten Lager aus den verschiedenen nationalen Perspektiven, von der britischen Perspektive hier auf der linken Seite im Imperial War Museum, dort vor allem Bergen-Belsen, also fast 9 Stunden Material gedreht worden. Dann die sowjetische Perspektive, die enorm ist, also tatsächlich hunderte Stunden Material, das in Archiven, vor allem in Russland, der Ukraine und in Belarus liegt. Und dann zum Teil noch eher rare Stücke, wie hier zum Beispiel in Estland ein Film, den wir vom Staatsarchiv in Tallinn bekommen haben, beziehungsweise hier die jiddische Version von Die Todesmühlen, die tatsächlich in jiddischer Sprache produziert wurde, die es im Bundesarchiv hier in Hoppegarten gibt. Um diese Filme sozusagen zu recherchieren, mussten zahlreiche Filmarchive aufgesucht werden, und das hier sozusagen nur ein paar Beispiele für die Akronyme, die man, ich kläre die nachher noch alle auf, und Sie können mich nachher noch gerne fragen, was das alles ist, aber ich habe viel Akronyme lernen müssen. Aber wir hatten im Prinzip Archive in den Vereinigten Staaten, also die bekanntesten, die Library of Congress, aber auch zum Beispiel so etwas wie die Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences, also die Oscars, wo die Home-Movies von Samuel Fuller, dem berühmten Hollywood-Regisseur von der Befreiung von Falkenau beispielsweise, aufbewahrt sind. In Großbritannien das Imperial War Museum, eines der ältesten Filmarchive auch der Welt. Und in ehemaligen Sowjetrepubliken, also den Nachfolgestaaten ehemaliger Sowjetrepubliken, die großen staatlichen Filmarchive hier. Also sowohl in Russland als auch in der Ukraine, in Belarus. Und in dem Fall in Estland. Wir haben darüber hinaus aber auch noch in Archiven im Baltikum recherchiert, als auch in israelischen Archiven. Wir haben letzten Endes auch Filme aus dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, aus dem Bundesarchiv hier aus Deutschland, aber auch aus dem Österreichischen Filmmuseum, wo wir eine sehr rare Filmkopie haben, verwendet. Jetzt die Frage, muss man diese Filme zeigen? Wie ich schon erwähnt habe, vieles von diesem Filmmaterial war nicht für die Veröffentlichung gedacht. Die Versuche, dieses Filmmaterial 1945, 1946 auch im Rahmen der Entnazifizierung in Deutschland und Österreich einzusetzen, waren von mäßigem Erfolg gekrönt, sagen wir mal. Also das wurde auch sehr bald von alliierter Seite her eingestellt, diese Politik, sozusagen diese Filme zur Abschreckung und zur Neuorientierung zu zeigen. Also soll man, kann man, muss man diese Filme zeigen? Mich verbindet mit dieser Frage eine lange Geschichte. 2015 haben wir im Österreichischen Filmmuseum bereits eine Filmschau zu dem Thema gemacht, wo wir sehr viele von diesen Dokumenten im Kino gezeigt haben.
und sind zum Schluss gekommen, es ist absolut lohnend und wichtig, sich mit diesen Filmdokumenten zu beschäftigen, aber sie im Kino zu zeigen, ist nicht der richtige Weg, auch um sie tatsächlich in ihrer ganzen Komplexität und Verbundenheit miteinander zu verstehen. Nur um Ihnen ein Beispiel zu geben, dass hier, was hier auf dem Poster drauf war, da handelt es sich um Farbaufnahmen, die tatsächlich die Teams von George Stevens, dem Hollywood-Regisseur, mit Farbfilm Kodachrom-Kameras gedreht haben bei der Befreiung von Dachau. Das sind auch sehr bekannte Aufnahmen, die viele von Ihnen schon gesehen haben werden. Und das sind Aufnahmen, die so sehr das visuelle Gedächtnis geprägt haben, dass sie beispielsweise 2010 in einem Spielfilm von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio wiederkehren. Eine Sequenz, ganz ähnlich wie dieser berühmte Todeszug aus Dachau, taucht in einem Hollywood-Film wieder auf, so als sozusagen so ein Emblem für die Vernichtung. Mit der Musik von Bernard Herrmann, der schon für Alfred Hitchcock die Musik machte, also tatsächlich sozusagen wird es hier beschworen als ein großes, düsteres Bild. Aber diese Bilder setzen sich in den verschiedensten Medien fort und das war für uns eine der interessantesten Entdeckungen. Hier in dem Fall ein Comic von Michael Kishka, einem israelischen Graphic Novel Artist, das Second Generations, The Thing I Didn't Tell My Father, heißt, wo es darum geht, um so intergenerationale Weitergabe von Erfahrung des Holocaust. Und das in der Mitte ist ein Panel aus diesem Comicbuch, das in so ganz verdichteter Form einen Traum noch einmal sozusagen von der Holocaust-Erfahrung festhält. Und das kann man dann natürlich entsprechend mit Archivrecherchen runterbrechen auf bestimmte andere Bilder tatsächlich, also überlieferte Bilder, ob das jetzt das Krematorium in Auschwitz und das berühmte Tor von Auschwitz ist, aber auch eine Szene, der sogenannte Gekreuzigte, wie er archiviert wurde, eine Szene, die ein britischer Kameramann in Bergen-Belsen drehte, der tatsächlich einen der Toten dort in Bergen-Belsen wie einen gekreuzigten Christus festhält, was in jeglicher Hinsicht sozusagen widerspricht dieser Idee, dass das einfach Bilder sind, die so gemacht wurden. Ja? Aber diese Ikonografie setzt sich noch fort. Wir reden nicht nur von Spielfilmen und Dokumentarfilmen und Comicbooks, sondern vor allem in den Jahren der Pandemie haben wir auch gelernt, dass bestimmte Bildtypen wiederkommen, auch im Internet. Also wir haben eine sehr ausgiebige, kritische, kommentierte Sammlung, die Kollegen in Israel gemacht haben, wie bestimmte Bilder in dem Kontext von zum Beispiel Anti-Impf-Kampagnen beziehungsweise auch in der Tierschutzbewegung immer wieder verwendet werden. Mir war das nicht bewusst, ich kenne jetzt mehr davon, als mir lieb ist, ehrlich gesagt. Ja, und wie zeigen sozusagen diese Bilder? Und Digitalisierung ist hier eben ein Schlagwort, weil viele von diesen Filmen, wenn sie das Glück gehabt hätten oder auch nicht, 2015 in Wien 5 Tage hindurch stundenlang im Kinosaal zu sitzen und diese Bilder zu sehen, sie sehen sie in Echtzeit, sie sind danach wieder weg. Es ist eine sehr privilegierte Position, diese Filme überhaupt sozusagen. Man muss viel reisen, um sie sich anzusehen, viel Zeit haben oder auch als Institution viel Geld aufbringen, sie für eine Vorstellung an einen Ort zu holen. Digitalisierung ist einfach hier ein Schlagwort, das uns und ein Mittel, das uns erlaubt, das tatsächlich beständiger zu machen. Dazu muss man zuerst Recherchereisen machen. Also es ist ja nicht so, dass alles digitalisiert vorliegt. Ich zeige Ihnen jetzt ein paar Bilder von Orten, vor allem in Russland, der Ukraine und Belarus, die wir besucht haben, wo wir Filme recherchiert haben. Nicht sozusagen als, ich habe das damals angelegt, sozusagen als ein Album von sozusagen interessanten Archivorten. Jetzt ist es ein Album von unzugänglichen Orten, weil jedes einzelne dieser Archive ich fürchte, längere Zeit hindurch wahrscheinlich nicht zugänglich sein wird. Das ist das russische Staatsarchiv für Film und Fotodokumente in Krasnogorsk, das größte seiner Art, mit der Statue des sowjetischen Armeekameramanns im Stiegenhaus. Das hier ist eine Dose, die beschriftet ist mit für Frau Posner Holocaust. Also wir haben tatsächlich physische Filmrollen dort zu Hunderten gesichtet an einem Schneidetisch.
Es gibt Zettelkataloge, also wir reden nicht davon, dass alle Archivbestände online verfügbar sind. Wir reden von Zettelkatalogen, in denen man tatsächlich noch manuell durchrecherchiert. Wir waren wirklich kurz vor den Wahlen und der Niederschlagung der Demokratiebewegung in Belarus und haben dort im Staatsarchiv recherchiert, das eines der unzugänglichsten Archive damals schon war und auch seither nicht mehr, also wir haben keine Beziehungen mehr zu Belarus seit spätestens seit der Niederschlagung der Demokratiebewegung, auch mit einigen Eindrücken. Und wir haben das zentrale Archiv für Film- und Foto- und Tondokumente in Kiew noch besucht und eigentlich auch eine wunderbare Forschungszusammenarbeit damals auch besiegelt, wo es darum geht, dass man auch über Digitalisierung Wissen austauscht, Teams aus Kiew nach Wien kommen, dort einen Workshop machen und das ist dann mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine definitiv nicht mehr im Fokus gestanden. Das sind nur so einige dieser Eindrücke. Wir haben dann auch aufgrund der Covid-Pandemie eine gar nicht unbeträchtliche Zahl von Filmen in Wien digitalisiert. Auch US-Archive waren aufgrund von weitflächigen Schließungen und Betretverboten nicht zugänglich. Und wir haben dann mehrere Paletten Filme tatsächlich nach Wien gebracht und in Wien digitalisiert, was für uns ein großes Privileg war, dass wir das tun durften. Aber natürlich ist es eigentlich absurd, dass das Staatsarchiv einer der größten Wirtschaftsmächte der Welt nicht imstande ist, Filme zu digitalisieren und dann muss das ein kleiner gemeinnütziger Verein in Österreich machen, aber man lernt nie aus, was es gibt. Und haben tatsächlich viele dieser Filme dann tatsächlich von ihrem analogen Format auf Zelluloidstreifen. Das sind zum Teil auch Archivfilme, die das letzte Mal in den 1970er Jahren mal bewegt wurde, dann tatsächlich meine Kollegin Lena hier ins Digitale übertragen in hochauflösende Videofiles. Warum ist das wichtig, dass man das macht? Dann können Sie sich denken, Sie kennen viele von diesen Aufnahmen aus Fernsehdokumentationen bereits seit den 1980er Jahren. Erstens kennen wir nicht alles und zweitens kennen wir es in verzerrter und verstümmelter Form. Also ähnlich wie wir auch hier sprachen, dass hier im Museum Fotografien tatsächlich als Quellen ausgestellt sind und nicht nur ein Ausschnitt gezeigt wird, ist es auch bei den Filmen wichtig, dass wir tatsächlich uns das Ganze, sozusagen den ganzen Filmstreifen auch ansehen. Zum Teil sieht man Details, die sonst ganze Personen, die sonst verborgen gewesen wären. Zum Teil haben wir Hinweise auf das Material. Aus dem rechts kann ich zum Beispiel entnehmen, dass das ein 8mm Kodachrom-Film ist und das ist kein Profi-Format. Das heißt, ich weiß, dass das ein Amateurfilm ist. Zum Teil kann ich sogar feststellen, wie oft etwas kopiert wurde. Also ich kann, wie viele Generationen es vom Original entfernt ist, feststellen. Und manchmal kann ich einfach auch nur die Benutzungsspuren sehen, wie beispielsweise hier auf diesem Film aus dem Imperial War Museum, wo man noch einen Fingerabdruck sieht, wo wir immer gesagt haben, vielleicht ist es der Fingerabdruck von Alfred Hitchcock, der damals bei der Herstellung dieses Films als Cutter und Dramaturg beteiligt war. Wir haben jetzt in Wien im Rahmen dieses Projektes ein Filmarchiv, ein digitales angelegt, das der Forschung uneingeschränkt zur Verfügung steht. Das sind nur, dass Sie mir ein paar Zahlen gestatten, das sind 477 Filmrollen, das sind 70 Stunden, sind sogar mehr als 70 Stunden Material. Eine beträchtliche Speicheranzahl auch, aber nur sozusagen um einem Mengengerüst noch zu geben. Wir haben 12 Stunden sowjetisches Material, 35 Stunden US-amerikanisches Material und 9 Stunden britisches Material und dazu noch 122 Video-Interviews, die von Yahadin Unum, einer Institution, die vor allem in Osteuropa jetzt mit Zeugen und Mitwissenden und sozusagen der Zivilbevölkerung und nicht mit Opfern Interviews macht, die wir ebenfalls verwenden können. Ja, wie zeigt man das jetzt? Ja? Wie geht man jetzt im digitalen Raum mit so einem Material um? Und ich würde sagen, das kann man wirklich auf ein Schlagwort zusammenbringen. Es geht eigentlich hauptsächlich um Relationen. Also es geht tatsächlich darum, wie können wir das, was da abgebildet ist, in Verbindung setzen mit anderen Wissensbeständen. Zum einen haben wir automatische und manuelle Filmanalyse betrieben. Also die Filme sind jetzt nicht einfach so abgespeichert und wir haben eine Inhaltsangabe, die eben so den Inhalt des Filmes beschreibt, sondern es wurden
neueste Verfahren, also für alle, die es interessiert, kann ich dann nachher vielleicht noch mehr dazu sagen, aber künstliche Intelligenz und neuronale Netzwerke und sogenanntes Deep Learning eingesetzt, um wirklich diese Filme runterzubrechen in die einzelnen Szenen in diesen Filmen. Also wir haben festgehalten, wo haben die Kameraleute zum Beispiel in der Kamera ein- und ausgeschalten, wo wurden Schnitte gemacht im Material, aber auch was für Größen wurde Porträtgröße gemacht, sind das Großaufnahmen, sind das Panoramaaufnahmen, bewegte Kamera, nicht bewegte, um tatsächlich auch so etwas wie eine Technik- und Technologiegeschichte dieser Aufnahmen machen zu können. Wir haben aber auch Objekte bzw. bestimmte Tätigkeiten und sozusagen Menschengruppen festgehalten, also Unterscheidungen in Militärangehörige, Häftlinge, aber dann auch, was für Tätigkeiten sehen wir, bis hin zu diesen Objekttypen, die Ihnen allen sozusagen aus der Ikonografie vertraut sind, Stacheldraht, Wachturm etc. etc. Alles mit dem Ziel, dass man nachverfolgen kann, wie bestimmte Bildtypen immer wiederkehren und wiederkehrend verwendet werden. Zeitbasierte Annotation, also tatsächlich jede Szene von diesen Filmen, jede einzelne Szene, das sind mehr als 40.000 Filmszenen, die einzeln katalogisiert wurden, verschlagwortet mit kontrollierten Vokabularen, also auch sozusagen in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Forschungsteams und auch in Abstimmung mit existierenden Museumsdatenbanken und Holocaust-Datenbanken, wirklich ein Vokabular, wo man sozusagen systematisch suchen kann. Wir haben Bildinhalte beschrieben, wir haben Textelemente komplett transkribiert, inklusive diesen Untertiteln, die Sie vorher gesehen haben. Alle Aufnahmen sind datiert worden und für alle Aufnahmen wurden Georeferenzen, wo machbar, also tatsächlich wo ist der Ort, wo gefilmt wurde, aber auch wo stand die Kamera und wo spielt sich das Geschehen ab. Und alle Relationen, die wir sozusagen zwischen diesen Materialien entdeckt haben, haben wir dokumentiert. Also hier nur so ein kleiner Eindruck von Ihnen, von dem, wie die automatische Analyse festhält, das ist eine Szene von Brotausgabe nach der Befreiung in Mauthausen 1945. Wo einzelne Figuren dann tatsächlich und Menschen identifiziert werden, aber auch hier, wenn man das auf Google Maps dann umlegt, tatsächlich sämtliche Filmaufnahmen, die es vom Lager Mauthausen, von einem bestimmten, also das ehemalige Baracken- oder Russenlager gibt, tatsächlich alle Orte, wo gefilmt wurde und wie diese, wo der jeweilige Kamerastandpunkt war. Warum ist so etwas zum Beispiel interessant? Also nur um Ihnen ein Beispiel zu geben, letztes Jahr habe ich einen Vortrag gesehen von einem Forschungsteam, die sich mit russischer Geschichte und ukrainischer Geschichte beschäftigen, die haben die Filmaufnahmen, die wir in der Datenbank haben, verwendet, um von Babin Yar, also der Massenerschießungsstätte außerhalb Kiew, so eigentlich in Kiew, um dort genau zu georeferenzieren, wo die Aufnahmen, wo die Erschießungen stattgefunden haben, aus den Zeugenbeschreibungen, aber auch aus den verschiedenen Blickwinkeln, die uns das Filmmaterial aus zwei verschiedenen Jahren gibt. Also da treffen sich Methoden von forensischer Architektur und forensischer Bildanalyse mit Methoden der Archäologie und Georeferenzierung. Das ist ein komplett neues Forschungsfeld, das, glaube ich, wirklich sehr spannend ist und vor allem auch für Memorials, die an Gedenkstätten, also Stätten der Vernichtung gebaut sind. Sehr spannend. Relationen. Wir haben eben verschiedene Sammlungen in dieser Visual History of the Holocaust Sammlung, nämlich einerseits das schon beschriebene Primärmaterial, also Filme, Fotos, Textdokumente und Oral History Interviews, sozusagen der Befreiung, aber dann auch noch zusätzliches Material. Nämlich Werke, die sozusagen Sekundärquellen sind, Dokumentarfilme, fiktionale Filme, Videospiele, Graphic Novels, Kunstwerke und Internet-Memes, die sozusagen das fortschreiben. Nur damit Sie eine Ahnung bekommen, wie umfangreich diese Datenbank von uns jetzt ist. Wir sprechen von mehr als 8000 Fotografien, die katalogisiert sind, 250 Oral History Interviews, fast 350 Kunstwerke, die tatsächlich, also visuelle Kunst, Installationen, Skulpturen und so, die drinnen sind, 49 Comicbücher, 197 Videospiele, ich glaube, wir haben jedes Videospiel, das einen Holocaust-Bezug hat, katalogisiert, mehr als 1600 Textquellen und mehr als 1000 Literaturzitate aus der ganzen einschlägigen wissenschaftlichen Literatur, die es auf Französisch, Deutsch und Englisch gibt. Also das ist doch eine wirklich umfangreiche Datenbank und da kann man jetzt eben, wenn man so Bildforensik betreibt, diese Aufnahmen von George Stevens mit einem Foto
also mit einem Foto, das wiederverwendet wird davon in einem Film von Hanusch Burger, verbinden. Wir können es mit einem Dokument in den National Archives, auf dem das sozusagen dieselbe Szene, aber aus einem anderen Blickwinkel festhält, mit einer tatsächlich einer damals 1945 angefertigten Katalogeintrag abgleichen und mit dem Caption Sheet, das der Kameramann selbst, der das gefilmt hat, ausgefüllt hat, der jede Szene nochmal selber festgehalten hat. Das ist in vier verschiedenen Archiven sind diese Bestände. Jetzt haben wir sie erstmals zusammengebracht und eben dabei auch noch drei unterschiedliche Amateurfilme, die dasselbe Geschehen, aber nochmal aus Amateurperspektive zeigen, festgehalten. Die Kollegen hier in Berlin und in Israel, also das Team von der Filmuni Potsdam und von der Hebrew University of Jerusalem, haben eine ganze Taxonomie von Bildbeziehungen eigentlich entwickelt. Das ist jetzt auch in einem wissenschaftlichen Aufsatz publiziert, wo man jetzt wirklich einmal umfassend sozusagen so klassifiziert, wie bei eben so einer Taxonomie aus den Naturwissenschaften, wie diese Bilder zitiert werden, verwandelt werden, wieder angerufen, verfremdet, karikiert, und das erstreckt sich wirklich von den ersten Wiederverwendungen 1945 bis hin zur Fernsehserie Stranger Things, wenn sich jemand diese Netflix-Serie angesehen hat, wo es tatsächlich auch nochmal auf diese Auschwitz-Footage rekurriert wird. Und eben hinzu, weil wir über das Motiv des Stacheldrahts auch vorher gesprochen haben, Motive des Stacheldrahts, die sich in, sowohl in Spielfilmen und Dokumentarfilmen als auch in Science-Fiction-Filmen finden oder beispielsweise auch 1991 rund um die Zerfallskriege im ehemaligen Jugoslawien und beispielsweise Lager im serbisch besetzten Teilen von Bosnien waren tatsächlich von Kameraleuten wiederverwendet worden. Und es gibt eben, was Raum und Zeit betrifft, diese Möglichkeit tatsächlich jetzt die Filmaufnahmen mit Geodaten, mit Fotografien, also hier, das war das sogenannte Russenlager in Mauthausen, das dann ein Fußballfeld war, in Verbindung zu setzen, wo es ein einziges Foto gibt der Fußballmannschaft damals, nachdem das Russenlager niedergebrannt wurde. Und es gibt die Möglichkeit jetzt für die Vermittlungsteams, die bei dieser Gedenkstätte damit arbeiten, dass es keine Spuren mehr gibt dort von dem Geschehen, die tatsächlich mit Tablets dann Rundgänge machen und die Filmaufnahmen so mit Augmented Reality überlegen können. Also, und das Beispiel von Babin Yar habe ich ja bereits gezeigt. Ja, wem soll man das, also wem soll man das zeigen und wie und was soll es sein? Was es nicht ist, diese Datenbank, die wir im Internet gemacht haben, es ist kein Streaming-Video-Service, ja? Und es ist vor allem kein YouTube für Gräuelaufnahmen. Also das war ganz, ganz klar. Wir wollen diese Aufnahmen öffentlich zugänglich machen, aber in einem Kontext, der respektvoll ist und wissenschaftlich grundiert ist. Stattdessen eine kritische Masse von Primärmaterialien, mit einer tiefen und breiten Erschließung gleichzeitig digitale Tools zur aktiven Bearbeitung. Also Sie können sich da drinnen auch Ihren eigenen Arbeitsbereich einrichten, sozusagen einzelne Archivalien ablegen, also wirklich sowas wie ein Bibliotheksschließfach oder sowas wie ein digitaler Schreibtisch. Und es geht uns wirklich darum, um ein tiefen Verständnis und eine wirkliche Beschäftigung, eine kritische, und eben nicht, dass man kurz mal was anspielt oder wie es einem auf YouTube ja immer wieder passieren kann, du klickst falsch und plötzlich siehst du Gräuelaufnahmen, die du nie sehen wolltest. Für wen? Das war ein langer Prozess, irgendwie das zu entwickeln, auch mit Expertinnengesprächen, aber auch mit Benutzerinnen und Kolleginnen eben aus den verschiedensten Bereichen. Und es richtet sich wirklich an Kuratorinnen und Vermittlerinnen, sowohl in Museen, Memorials und Gedenkstätten, Forscherinnen aus einschlägigen Bereichen, interessierte Laien, also tatsächlich, wir hatten auch einige Szenarien, die wir uns angesehen haben, mit Yad Vashem beispielsweise in Jerusalem auch, wo tatsächlich Menschen, die sozusagen die Familiengeschichte recherchieren, wo es aus der einen oder anderen Richtung einen Bezug zu Stätten der Vernichtung gibt, aber auch Filmschaffende oder Mediengestalterinnen, die tatsächlich eine ungeahnte Menge an neuen, sozusagen interessanten Quellen finden. Ja? Und Nutzungsszenarien sind eben entsprechende und einschlägige, da können wir noch drüber reden.
Es gibt eine Projektwebsite, auf der steht ganz viel über das Projekt. Die Datenbank ist im Prinzip online, aber noch nicht öffentlich zugänglich, weil wir jetzt wirklich nur noch auf die Freigabe der EU-Kommission warten, dass das Projekt abgeschlossen ist. Aber jeder der sich dafür interessiert und sozusagen legitimes Forschungsinteresse und auch wirklich die Geduld, sich die sehr komplex und tatsächlich auch technisch herausfordernd damit zu beschäftigen, kann uns wirklich sehr gerne anschreiben und dann kriegt man einen passwortgeschützten Zugang. Aber wir trachten danach, das noch vor Jahresende öffentlich zu stellen. Ja, ich war jetzt eh viel länger als die vereinbarten 40 Minuten. Es tut mir leid, aber ich hoffe, es war ergiebig und ich freue mich sehr auf das Gespräch und Ihre Fragen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Michael, also für diese spannenden Einblicke, auch konkret in die Arbeit. Also sowohl die Beispiele fand ich sehr anschaulich, aber auch die Einblicke in eure Arbeit, wie ihr sozusagen vorgegangen seid und welche Ziele dieses Projekt verfolgt. Und genau, Sie dürfen sich schon mal überlegen, ob Sie Fragen haben oder Kommentare, und ich gebe Ihnen auch gleich das Wort. Und ich würde mich jetzt aus ganz vielen Richtungen gerne dem Thema nähern, das mache ich aber nicht, weil das dann zu fachsimpelnd wird. Ich wollte noch mal fragen, so zu dem ersten Zugriff. Also Holocaust ist ja, also bei uns wird das verbunden mit der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden und Jüdinnen im englischsprachigen Raum, also gerade in den USA, wurde aber auch lange diskutiert und wird mitunter auch diskutiert, dass es eigentlich ein Begriff auch noch für andere Komplexe von NS-Massengewalt ist, also Verbrechen an sowjetischen Kriegsgefangenen oder an Patientinnen in Heil- und Pflegeanstalten. Und wollte noch mal fragen, wie ihr das diskutiert habt, weil das ist ja schon ein Ausschnitt. Heftig diskutiert, schon vor Projekteinreichung, weil das war die erste, also als sozusagen die Idee für das Projekt da war und wir angefangen haben, ein Konsortium zu bilden, ist das sofort die erste Diskussion gewesen, wie eng wird der Begriff geführt tatsächlich und wie breit, und wir haben uns dann auf einen Kompromiss geeinigt, im Verständnis, dass es in der populären Vorstellung, vor allem im angloamerikanischen Raum, jetzt breiter ist als nur die organisierte Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden, sondern dass es eben auch andere Opfergruppen umfasst, und wir haben tatsächlich einen komplizierteren Titel, an den ich mich nicht mehr erinnere, des Projektes auch gehabt, nur der hat sich nicht vermittelt. Ja? Und wir haben gedacht, wir müssen das Wort Holocaust drinnen haben. Wir haben bestimmte Dinge ausgeschlossen, also wir haben tatsächlich keine Täterperspektiven beispielsweise in dem Projekt eingebaut, also weder die ganz wenigen Film- und Fotoaufnahmen, die es gibt, die wirklich sozusagen am Rand der Vernichtung entstanden sind, noch, dass wir haben dann auch ausgelassen beispielsweise explizit reine Kriegsgefangenenlager. Allerdings spielen diese Dinge hinein, weil, wie man eh festhalten konnte, wie man auch an dem Ausschnitt aus Majdanek, aus dem Verhör beispielsweise gesehen hat, auch in den alliierten Dokumenten spielen die Opfergruppen eine sehr geringe Rolle am Anfang. Also es ist ganz kurz in dem ganzen Film Die Todesmühlen wird sozusagen einmal eine Aufzählung und sagt, Menschen aus allen europäischen Ländern wurden dort umgebracht. Juden sind nicht erwähnt beispielsweise überhaupt. Es kommt in dem sowjetischen Film einmal das Wort Ebrei vor, aber auch sozusagen als Volksgruppen und Nationalitäten. Und es wird auch die ganze erste Hälfte des Anklagefilms ist im Prinzip Vernichtung jüdischer Zivilbevölkerung. Das wird mit keinem Wort erwähnt. Also es ist in sich eh schon so komplex, dass wir uns gedacht haben, wir einigen uns auf etwas, was in gewissem Sinne plastisch anschaulich ist, lassen bestimmte Perspektiven aus, aber sind eher inklusiv in unserer Verwendung vom Holocaust-Begriff. Das ist immer noch ein Kritikpunkt. Es gibt immer noch Konsortiummitglieder, die sagen, aber eigentlich, ja. Gut, wenn man aber die Masse der Sachen anguckt, die ihr erfasst habt, ist das ja auf jeden Fall schon mal eine wahnsinnig gute Grundlage.
Ich fand an dieser Interview oder an dieser Verhörsituation total interessant, wie banal eigentlich ein Teil dieser Filmaufnahmen sind. Also dieses komplizierte Russisch, Polnisch war es glaube ich auch, Deutsch-Übersetzungsprozedere und die, wie war das, Juden jawohl und Russen jawohl, also so, das sind Szenen, die man eigentlich sonst nie sieht, weil die sich medial nicht so einfach präsentieren lassen. Das fand ich ganz interessant. Also in dieser Datenbank, ich hatte einen Zugang dazu, es ist wirklich spannend, sich einfach wirklich mal lange Filmsequenzen anzuschauen in ihrem ganzen Kontext, weil wir kennen oft eben, wie du es gesagt hast, nur kurze Ausschnitte oder bestimmte prägnante Sequenzen. Das kann ich dir nur beipflichten. Das war für mich also bei diesem Tonmaterial auch wirklich nochmal eine Entdeckung, weil es eben auch um Dinge gibt, die eben nicht nur das Gesagte, sondern auch die Art des Sagens und die Art des Ausdruckes ist. Also beispielsweise dieser Anton Ternes, der da befragt wird, der zum Beispiel sagt, die Selektion, da wurden 500 Stück ausgewählt und die Übersetzerin sagt dann, redet aber von Menschen. Also das ist etwas, das passiert da in Echtzeit in dieser Situation und wird nicht reflektiert, wird nicht kommentiert, sagt uns aber auch etwas. Ja? So wie dann dieser kleine Austausch mit dem Russen auf der Kommission, der dann sagt, aber Ihnen ist schon klar, dass nicht alle Russen Juden sind, und er sagt, nur dazu kann ich mich nicht äußern. Ja? Also das sind bestimmte Dinge, die haben eine Tiefe, die hat man sonst, wenn man das nur als Text liest, nicht. Ja? Ja, da schließe ich meine Frage an. Könntest du sagen in dem Projekt, ob du irgendwann was gesehen hast, was dich total überrascht hat? Also irgendwas, was du überhaupt nicht erwartet hast und wo du sagst, also in der Recherche und in dem Sammeln dieser Materialien gab es einen Punkt, wo du dachtest, also da wärst du vorher nie drauf gekommen? Zwei Dinge, die wirklich also für mich Entdeckungen waren, wo ich aber auch glaube, dass das sozusagen jetzt eine breitere Möglichkeit für Fachöffentlichkeiten, aber auch für die Öffentlichkeit gibt, das wirklich nachzuvollziehen. Und das eine ist, dass mich sich mir nochmal berichtigt hat, auch diese Idee, dass wir erst mit in der Sowjetunion 1944 mit der Befreiung der Lager und mit der Befreiung der westeuropäischen Lager 45, also Ebergen, Belsen, Dachau, Buchenwald, Falkenau und das alles, dass da erst Bilder entstehen, und dann geht man in die russischen Archive und findet Aufnahmen von 1941. Also es gibt eine Dokumentation des sogenannten, also im Englischen sagt man Holocaust by Bullet, also tatsächlich der Massenvernichtung durch Erschießungen hinter der Front, durch Einsatzkommandos, die in der Literatur beschrieben sind, die sich irgendwie jetzt auch öffentlich immer mehr durchsetzt, sozusagen die Brutalität und Handarbeit der Vernichtung, eben vor den großen Lagern der Aktion Reinhard. Und das wird aber dann auf einmal so plastisch anschaulich, und das ist, das glaube ich, wird der Zugang zu dem noch einmal, glaube ich, gibt dem noch eine andere Plastizität. Was mich auch noch einmal persönlich sehr überrascht hat, und also es hat mich überrascht und auch nicht überrascht, aber es gibt jetzt auf einmal so viel Evidenz dafür, ist alle Annahmen, dass diese Kameraleute, so wie ja auch Knipser oder so auch wie Dickmann zum Beispiel, der ja hier an der Ostfront fotografiert hat, einfach nur unschuldig auf den Auslöser gedrückt haben, sind Quatsch. Ja, also wir haben es hier zu tun mit Traditionen dessen, wie man sich Bilder macht. Ja, das sind engagierte Amateure zum Teil, wie jemand wie Dickmann, der, also das finde ich ja wunderbar in eurer Ausstellung, dass er auch so darauf eingeht, wie diese Fotos auch wirklich als sozusagen als Fotografien gemacht sind. Ja, dass da ein Gestaltungswille dahinter ist. Aber mir hat echt noch vor ein paar Jahren eine Historikerin mal gesagt, nee, das braucht man sich nicht ästhetisch alles ansehen, die haben einfach nur abgedrückt, ja. Die haben nicht abgedrückt, ja. Wenn man dann recherchiert, und da ist nochmal die Perspektive auf das sowjetische Material total spannend, weil während man bei den Westalliierten, wir draufgekommen sind, viele von diesen Kameraleuten waren Hobbyfotografen, die kamen aus der damals in Großbritannien und auch den USA wirklich großen Hobbyfotografie bewegen, also die hatten eine Vorbildung, aber keine militärische. Dann waren sie, und während auf sowjetischer Seite, das waren alles Kameraleute aus den großen Dokumentarfilmstudios, also die Person, die
den Anklagefilm Nürnberg geschnitten hat, war die Cutterin und Ehefrau von Ziga Werthoff, wirklich dem größten Pionier des russischen Dokumentarfilms. Der Kameramann, der gefilmt hat in Auschwitz und Majdanek und dann auch bei der Befreiung Berlins dabei war, Roman Karman, der hatte eine 50-jährige Karriere sozusagen im Dienst der Sowjetunion und war ein brillanter Kameramann und Propagandist. Also da gibt es richtige Erzähltraditionen. Wenn man sich ansieht, wie dieses Material vor allem aus 1941 und 1942, wie das gefilmt ist, wie das erzählt ist, da merkt man wirklich einen Gestaltungswillen und aber auch eine Form von Personalisierung, die unerhört ist. Also das ist sozusagen das Dritte. Wir sind gewohnt, diese Aufnahmen, mit denen wir auch heute uns schwer tun, sie im Ausstellungskontext zum Beispiel zu zeigen, wo Menschen, die so am Rande des Todes sind, gefilmt werden und eigentlich irgendwie wie Objekte behandelt werden. Ja, das, ich würde nicht sagen, dass die Kameraleute unsensibel waren, aber das wurde halt sozusagen massenhaft, Leichenberge. Ja. Bei dem russischen Material wird alles, und das hat eine Tradition, eine kulturelle auch, wird personalisiert und benannt. Das ist dieses Dorf, der hier ermordet ist, ist der Dorflehrer, Genosse so und so. Ja. Es werden die Trauernden gezeigt, es ist ganz wichtig, dass man auch sozusagen sieht, wie getrauert wird um die Toten. Und das ist aber auch etwas, das jetzt natürlich eine ganz andere Aktualität nochmal für uns bekommen hat, weil zu dem Zeitpunkt, als wir dieses Material bearbeitet haben, der russische Angriff auf die Ukraine stattfand und plötzlich sehen wir Orte historischer Gräueltaten, wo wir heute wiederum mit Fernsehbildern und Internetbildern von Massakern und von Erschießungen und von Vernichtung von Zivilbevölkerung konfrontiert sind. Also sozusagen diese Aktualität, die das hat, und immer wieder dieses Nachdenken, mit welcher Intention macht man Bilder? Kann man das in den Bildern die Intention eigentlich ablesen? Ja, also das ist dieses große Rätsel der Fotografie und des Films, und das hat dann nochmal für mich wirklich nochmal Treibstoff bekommen, diese Frage. Entschuldige die lange Antwort, aber... Dann gibt es Fragen, haben Sie Kommentare? Dann fange ich bei Ihnen an und dann Jutta. Haben wir ein Saalmikro? Moment, Sie müssen kurz, warten Sie kurz auf das Mikro, weil wir zeichnen das auf und dann hört man Sie. Das Verhältnis von Dokument und Inszenierung. Sie haben am Anfang bei Ihrer Einführung auf diese Szene hingewiesen, die jeder kennt, wie die Kinder in Auschwitz auf die Kamera zukommen. Wenn man diese Szene genau analysiert, stellt man fest, dass mindestens 80% Inszenierung ist. Die Kinder als Gruppe kommen von weit hinten auf die stationäre Kamera zu und im Gang auf die Kamera zu entblößen sie ihre Ärmchen und zeigen die Tätowierung. Man kann richtig feststellen, an welcher Stelle der Kameramann oder sein Assistent gesagt hat, jetzt müsst ihr den Ärmel hochschieben, damit wir die Markierung sehen. Und das ist also eine klassische Inszenierung. Und trotzdem ist es ein ganz kostbares Dokument. Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich habe mich sehr ausführlich mit dem Buchenwald-Material beschäftigt vor ein paar Jahren für ein größeres Projekt. Und die Buchenwalder haben was ganz Schlaues gemacht. Die haben von Washington die Dokumente gekauft. Und zwar komplett. Vom ersten Meter bis zum letzten Meter, so wie die Streifen durch die Kamera durchgelaufen sind. Und wenn man dieses Gesamtmaterial sieht, aus dem dann so die Leckerbissen für Herrn Knopp und andere rausgepickt worden sind, da kann man feststellen, wie die amerikanischen Kameraleute beim Betreten des Lagers zutiefst verunsichert waren. Die wussten nicht, was sie erwartet. Sie hatten keine Karte, sie hatten nichts. Sie gingen mit der Kamera los und ließen sich von diesen riesigen Eindrücken, dieses riesigen Lagers sozusagen überwältigen. Das sieht man auf den Filmen. Das ist nicht Inszenierung, sondern das ist sozusagen unmittelbarer Eindruck. Und trotzdem gibt es zwischendurch dann auch wieder inszenierte Szenen. Die Kindergruppe aus dem kleinen Lager beispielsweise. Zu dem Gesichtspunkt der Verhöre will ich noch was sagen. Was der Mann hier erzählt, dazu brauche ich keinen Film. Das kann ich ebenso gut auf dem Tonband oder auf dem Papier haben. Ein Gegenbeispiel ist diese berühmte Sequenz, die auch jeder kennt, Sarkowski, einer der Mörder von Sachsenhausen, der die Genickschussanlage erklärt. Er macht das wie ein Ingenieur
ohne jede persönliche Beteiligung. Er erklärt die Funktionsweise dieser Genickschussanlage. Das wird protokolliert von der außerordentlichen Kommission, die diese ganzen Dokumente aufgenommen hat. Und diese außerordentliche Kommission ist ja zum Teil mit Kamerateams begleitet worden. Nicht überall, aber doch mit Kamerateams. Und ich finde, also da gibt es auch dieses Verhältnis von Dokument und Inszenierung. Und ich nenne noch ein anderes Beispiel. Ich habe auch lange in Krasnogorsk gearbeitet und habe da durch Zufall eine Sequenz gefunden, die mich sehr irritiert hat. Ein junger Mann steht in Babi Yar auf der Schlucht oben auf dem, wie sagt man da, an der Kante. Und mit Blick auf diese schreckliche Schlucht. Und er erklärt, was er im Gedächtnis hat. Das ist ja nur ein paar Jahre her erst, aber das Gedächtnis ist relativ frisch. Er erklärt das. Das wird gedreht. Der Kameramann war mit dieser Einstellung nicht zufrieden und hat das wiederholen lassen. Und er war mit dieser zweiten Einstellung auch nicht zufrieden und hat das nochmal wiederholen lassen. Dreimal das Gleiche. Dreimal das Gleiche. Was ist daran Dokument? Und was ist daran Inszenierung? Und wie glaubwürdig ist diese Art von Inszenierung? Ich habe da meine großen Fragen und ich glaube, da wird man noch ein paar Mal drüber nachdenken und diskutieren müssen. So viel zu. Sie haben das wunderbar zusammengefasst. Ich werde Ihnen in gar keinem Fall widersprechen, weil mich beschäftigen dieselben Fragen. Ich kenne alle angeführten Beispiele. Sie sind auch alle in unserer Datenbank drinnen. Und genau diese Frage, sozusagen Authentizität und welche sozusagen authentische Erfahrung wird es da wiedergegeben, die ist gerade am letzten Beispiel auch wunderbar zu benennen, weil wir wissen, wer der Mann ist, der an der Kante steht. Da gibt es eine komplette Biografie, wir haben auch die Schriftdokumente und Zeugnisse dieser Person, aber natürlich ist es eine multiple Erfahrung. Der Mann erzählt in einem Kontext, wo ihm ein Kameramann sagt, mach das nochmal, das war nicht gut genug, ja, der Hintergrund passt nicht oder das und das. Das allerdings soll nicht davon ablenken, dass es eine konkrete biografische Erfahrung gibt. Und natürlich machen wir jetzt als Menschen, die sich damit auseinandersetzen, sehen die konkrete Erfahrung dessen, was es bedeutet hat, 1943 einen Film dort zu machen. Ja. Die Russen haben übrigens sehr gerne diese Tonfilmdinge dreimal gedreht. 9 Minuten lang ist so eine 35mm Filmrolle mit dem Tonfilmband, das sich ausgeht. Und die haben immer geschaut, interessanterweise, dass sie es dreimal draufkriegen. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht aus Majdanek, wo ein Überlebender berichtet, da stellt der Kameramann ihn zweimal um, einmal damit man den Schornstein besser ins Bild bekommt und beim anderen Mal läuft hinten eine Frau in einem Sommerkleidchen durch. Und das war dann auch Konsens, dass das nicht sehr glaubwürdig wirkt, wenn es da jemand im Sommerkleidchen durchläuft. Ja? Weil der Häftling ist aber absolut authentisch. Der heißt Ludwig Tomaschek und ist ein Wiener Kommunist, ja? Und ist ein Überlebender des Lagers. Aber natürlich, es ist, wie Sie sagen, es ist sehr, sehr komplex, welche Wirklichkeit ist eigentlich die ist, mit der wir uns da beschäftigen. Aber das soll eben auch diese Datenbank ermöglichen, dass man eben einen unverstellten Blick drauf hat und nicht nur den einen Ausschnitt, wo man sagt, das ist jetzt die Wirklichkeit. Aber ich würde da ergänzend zu sagen, dass das natürlich auch die Aufgabe war der Kamerateams, also die Zeugenaussagen aufzunehmen für die sowjetische Öffentlichkeit oder für die internationale Öffentlichkeit oder für die Gerichte, also auch die britischen oder US-amerikanischen Filmaufnahmen sind zum Teil inszeniert. Also ich würde da nicht so eine Zweiteilung machen, die eine Seite inszeniert, die andere nicht. Also das taucht manchmal auf, so als Bewertung. Aber da muss man sich eben immer klar machen, was die Aufgabe ist und was das Ziel ist. Ich gebe mal eine weiter. Ich sage nur kurz dazu, dieses... Ich kann fast ergänzen zu dem, was Sie gesagt haben, über also für die sowjetische Arbeit, für KZ Dachau, also Befreiung durch die Amerikaner. Da ist sehr interessant, da gibt es bei der Befreiung einen Kameramann, der da mitläuft, also er wirklich das Kampfgeschehen zeigt. Aber man sieht keine Leichen, also keine KZ-Leichen, man sieht Wachleute, die erschossen worden sind, ne? Aber keine. Und dann haben die Amerikaner tatsächlich, also ich habe genau erforscht, die haben dann diesen berühmten Todeszug da aus Buchenwald, haben sie konserviert und zum Beispiel die Farbaufnahmen sind so eine Woche oder noch später, 10 Tage später erst entstanden. Die haben also, wurde mir auch dann von Zeitzeugen erzählt,
die sind jeden Abend mit Desinfektionsmittel, haben sie die Leichen noch mal etwas haltbarer gemacht, um die zu erhalten, bis die zum Beispiel die Kameraleute, die die Farbaufnahmen gemacht haben, kamen. Außerdem wurden auch massenhaft noch Kongressabgeordnete durchgeführt. Also es war ein richtiger Tourismus, kann man fast sagen, um die Gräueltaten zu zeigen. Ne? Also eben, wie gesagt, auch wieder interessant von wegen authentisch oder inszeniert, war hier also ganz stark zu sehen. Ich glaube Zeugenschaft, also wenn man es unter diesem Begriff der Zeugenschaft zusammenfasst und den sozusagen nicht nur sozusagen ganz rein, es muss in der Echtzeit jetzt das sein, dann hat man das, glaube ich, ganz gut erfasst. Aber die Szene, also das Buchenwaldmaterial, aber auch Dachau-Material haben wir komplett, also auch das ganze Farbmaterial, auch in der Datenbank. Und ja, das ist tatsächlich also der Punkt, die Filmaufnahmen der erschossenen SS-Leute hinter der Baracke, die sind weniger, würde ich mal sagen, wahrscheinlich weniger populär gewesen in der Auswahl dessen, was sozusagen classified und non-classified ist. Martin Scorsese zitiert beispielsweise in seinem Film Shutter Island genau diese Szene. Das ist eben wieder interessant, aber die kommen erst in den 1980er Jahren erstmals ins Bewusstsein, als diese George Stevens Privataufnahmen dann veröffentlicht werden und haben aber auch schon ihren Einzug gefunden aber natürlich auch in revisionistische Geschichtsschreibung, das muss man jetzt auch ganz offen sagen. Also sozusagen diese Fragen, was ist sozusagen nachgestellt und was wurde für die Kameras inszeniert, taucht ja auch als revisionistisches Argument, dass der ganze Holocaust ein Hoax war, ja auch auf. Ja, also man kann sich, sobald man sich der Komplexität von Wirklichkeitsdarstellung aussetzt, dann nimmt man das, muss man sich auch damit rumschlagen. Ja. Genau, es gab noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage, oder drei Fragen eigentlich. Und der Zusammenhang ist der Begriff Erfolg. Sie haben am Anfang gesagt, dass die Filme oder einige Filme gezeigt wurden, dass das nicht so erfolgreich war im Zuge oder Rahmen der Entnazifizierungsversuche. Ich würde mich interessieren, also woran wurde der Erfolg da bemessen? Erstens, zweitens, die Filme, Sie sagten, viel Material ist aus von russischen Filmemachern oder Kameraleuten gemacht worden. Wissen Sie, wie die dort vielleicht zum Einsatz gekommen sind und ob das erfolgreich war? Und als drittes, wie bemessen Sie den Erfolg des Projekts am Ende? Ich fange mit dem dritten an. Schönes Mikro sprechen. Ich zucke dann immer zurück. Ich fange mit dem dritten nochmal an. Den Erfolg des Projektes, also in der ersten Phase hätte ich ihn damit bemessen, dass wir es geschafft haben, überhaupt dieses Material für die Nachwelt jetzt zu sichern und dass man an einem Ort tatsächlich jetzt auf einen bisher ungeahnt großen Quellenbestand zugreifen kann. Das finde ich ist schon mal ein Erfolg. Es wird sich in Zukunft tatsächlich dran messen, wie viele neue wissenschaftliche Arbeiten, aber auch wie viele Anfragen von Museen, Gedenkstätten, Nachfolgeprojekte sich von dem ableiten lassen. Also wir verfolgen dass es gibt es zum Beispiel, derzeit laufen zwei Einreichungen für Projekte, die irgendwie mit diesem Material arbeiten wollen. Also ich würde sagen, so ganz klassisch Publikationen, also da können wir schon einen Tick machen, wissenschaftliche Publikationen, die im Rahmen entstanden sind und Material, das verfügbar ist. Und der Rest wird, glaube ich, sozusagen qualitative Beobachtungen, wie damit gearbeitet wird sein. Was jetzt den Einsatz der Westalliierten von Filmen, also vor allem den US-amerikanischen und britischen Einsatz, nur zwei, das ist eine Riesengeschichte. Da gibt es auch ein sehr großes Buch von Ulrike Weckel zum Einsatz vor allem der amerikanischen Re-Education-Filme, das wirklich das umfassend erklärt. Die kürzeste Fassung ist, es waren die Reaktionen sehr negativ. Also es wurde vermerkt beim Einsatz vor allem von den amerikanischen Filmen, dass das Publikum verstört und wirklich aufgebracht war und widerwillig auf das reagiert hat und das wurde nicht unbedingt als zielführend wahrgenommen. Bei den Briten weiß ich es ein bisschen besser als bei den Amerikanern. Es wurde abgebrochen, das Filmunterfangen, weil die Beobachtungen dessen, wie die Menschen auf die amerikanischen Filme reagiert haben, so schlecht
Unrecht war, dass das britische Projekt eines Re-Education-Films, der viel besser war als der amerikanische in Wirklichkeit, glaube ich, finde ich, ad acta gelegt wurde. Sowjetunion ist sehr, sehr komplex. Da gibt es ein sehr gutes Buch eines britischen Historikers Jeremy Hicks und auch französisch und russisch auch sehr gute Literatur. Aber sehr viel von den Filmen ist gar nicht eingesetzt worden, sondern ist erst sehr viel später, also ab den 1960er Jahren und dann wieder in den 1990er Jahren übers Fernsehen dann vor allem wiederverwendet worden. Also so verschiedene Phasen von Geschichtspolitik auch in der Sowjetunion, aber bestimmte ganz ikonische Aufnahmen, wie beispielsweise die Auschwitz- und Majdanek-Aufnahmen, die jeder kennt, die sind von Anfang an eigentlich weltweit, also in der Sowjetunion und außerhalb der Sowjetunion viel verwendet worden. Aber ein Großteil des Archivbestandes ist auch außer für Forscherinnen und Forscher und Interessierte oder Dokumentarfilmredakteurinnen und Redakteure auch noch immer unbekannt. Das würde ich auch gerne ergänzen, weil für die frühen Aufnahmen gilt zumindest, und die entstehen, wie du auch gesagt hast, ab 1941, werden zum Teil eben in Filmen zusammengefasst, die einfach der Mobilisierung der sowjetischen Bevölkerung für den Krieg dienen und die auch breit gezeigt werden. Und was ich bei meiner Arbeit ganz interessant war festzustellen, dass es eben einen Unterschied gibt, welche Bilder Ikonen werden. Also in Osteuropa gibt es ein berühmtes Bild, was Anfang 42 gemacht wird, wo Angehörige ihre ermordeten, erschossenen Angehörigen in Kertsch finden nach der Befreiung durch die Rote Armee. Und das ist im osteuropäischen Raum, also eine der großen Ikonen der verbrecherischen Politik, und in der DDR wird das unter anderem in der Kriegsfibel von Bertolt Brecht auch reproduziert, also ist ein Bild, was in das visuelle Gedächtnis Osteuropas eingeht und bei uns total unbekannt ist. Also genau wie du gesagt hast, also im Westen sind es mehr die befreiten Konzentrationslager, während es in Osteuropa auch schon die vorher stattfindenden, bevor die Vernichtungslager befreit werden, eben die Massenerschießungen sind, die sich vorher auch schon als ikonografische Bilder in das Gedächtnis prägen. Also das ist tatsächlich ganz interessant, da regionale Unterschiede auch zu sehen. Und Kertsch zum Beispiel, diese berühmten Aufnahmen sind in dem Nürnberg-Film der Sowjets gleich am Beginn von Rolle 2 und sind interessanterweise wieder etwas, das also auch dieses Motiv, diese Ikonografie sich so tief weiterzieht, dass eben die Erschossenen, die ausgebreitet sind, vor dem Haus am Boden liegen und die Frauen, die sich die trauern und jammern rund um sie, ist als Ikone, kennen wir jetzt, also Bachmut zum Beispiel und ähnliche, aber auch Kertsch wieder. Also jetzt auch aus dem aktuellen Krieg in der Ukraine werden diese Bilder auch ganz gezielt angerufen, auch wieder. Also das ist etwas, das sich so tief einfach als Ikonografie eingeschrieben hat. Ähnlich wie auf westalliierter Seite eben die sogenannten Muslimanen, das ist ein furchtbarer Ausdruck, aber so haben sie es damals genannt, also die ausgemergelten Gestalten und die Leichenberge, ja, die immer wieder sozusagen jetzt auch zitiert werden. Die Fahrt einen Stacheldraht entlang mit ausgemergelten Männern dahinter, so filmt das britische Fernsehen Lager in Bosnien 1991. Also das fand ich eben etwas, was auch wirklich jetzt auch medienpädagogisch und in der Vermittlung, glaube ich, auch wirklich wichtig ist, dass man eben feststellt, solche Bilder kommen nicht von irgendwo, solche Bilder haben eine Tradition, aber es gibt auch verschiedene politische und ideologische Kontexte, in denen sie immer wieder bewusst angerufen werden. Das ist jetzt gerade der Fall. Genau. Da muss ich euch jetzt doch mal ein bisschen erden. Welcher amerikanische Bürger war denn in der Verlegenheit, vor sein Dorf treten zu müssen, um dort von Deutschen erschossene Angehörige zu betrauern? Dieses Foto konnte kein amerikanischer Fotokorrespondent oder Knipse oder sonst wie machen. In der Sowjetunion sehr wohl. Und deswegen findet es natürlich auch in der Sowjetunion ein ganz anderes Publikum als in den USA. Also das ist mir jetzt ein bisschen zu sehr im luftleeren Raum. Sie haben auch sehr schön diese Geokoordinaten da aufgeführt. Also dann bringen Sie es auch mal mit der Realität zusammen. Das ist richtig, ja. Ja, ich würde dem tatsächlich so ein bisschen widersprechen, weil in Nürnberg natürlich alle Verbrechenskomplexe auch visuell abgebildet werden und trotzdem stellt man fest, dass es einen Unterschied gibt, welche Bilder sich dann in die visuellen Traditionen einprägen. So wie du das gerade gesagt hast, also was wird zitiert in der vom britischen Journalisten im Jugoslawienkrieg, ne, oder in den Konflikten. Also es gibt, würde schon sagen, dass es da unterschiedliche Bildtraditionen gibt, und die Bilder sind
1945 erstmal vorhanden und trotzdem läuft es auseinander. Das spricht natürlich nicht dagegen, dass, was du gesagt hast, dass natürlich diese Bilder in der Sowjetunion nur entstehen konnten, weil es da die Massenerschießung gegeben hat. Also sind auch die Militärangehörigen. Ich meine, die Rote Armee kämpft sich durch das von den Deutschen zerstörte Land. Ja. Die sehen das alles. Der amerikanische GI, der wird, ich sag's mal, gepflegt, mit dem Schiff übers Meer gefahren und fängt dann irgendwie an zu kämpfen. Das ist doch ein ganz anderer Erfahrungshintergrund. Also auch dieser Korrespondenten oder Knipser, die in diesen Armeen mit gegen die Deutschen vorrücken. Und naja, die sind dann gleichermaßen geschockt von den Konzentrationslagern. Aber ehrlich gesagt, so ein Rotarmist, der schon so viel Elend vorher gesehen hat, wenn er das bis dahin überlebt hat, dann das erste KZ zu befreien, das ist doch ein ganz anderer Hintergrund als so ein GI. Und nicht nur, muss man auch dazu sagen, nicht nur Elend gesehen hat oder womöglich auch direkt biografisch betroffen war, sondern auch davor 2 Jahre lang Propagandafilme auch gesehen hat, also tatsächlich Kurzfilme bzw. auch Langfilme, die von wirklich Regisseuren wie Vertov, Svilova, Carmen und Adovchenko gemacht wurden, die nochmal auch dieses Material von 41 und 42 auch verwendet haben, um ihm zu sagen, darum kämpfst du. Also das ist das interessante Why We Fight von Frank Capra und Blut für Blut von Dziga Vertov sind sehr unterschiedliche Filme und das hat einfach mit der Erfahrung natürlich zu tun, mit der unmittelbaren, das ist unser Volk, das überfallen wurde und das sind unsere Sowjetbürger, wie es in den Filmen immer neutral heißt. Und das ist natürlich ein ganz anderer, ein komplett anderer Horizont. Etwas, was aber interessant ist, wenn das eben dann auch wiederum, wie leben die danach auch in den Biografien oder leben die sozusagen vor in den Biografien der Filmmachenden? Sehr viele beispielsweise der Kameraleute und der direkt in der Produktion Beschäftigten der Sowjetunion waren selbst Juden und zu dem Zeitpunkt auch verschiedensten Repressionen und Wellen auch von Antisemitismus durchaus in der Sowjetunion auch schon ausgesetzt. Es gibt einige Kameraleute auch beispielsweise auf britischer Seite, die ihr eigenes Jüdisch sein, die einfach säkulare Juden waren, die erst durch die Erfahrung des Weltkrieges dann auch wieder tatsächlich eine jüdische Identität, aber im Nachhinein sozusagen erfahren haben. Also ich habe lange Gespräche mit der Tochter eines der Bergen-Belsen-Kameraleute geführt, der sich der war ein Knipser, der war ein Ingenieur, der hat sich weder als Jude aus East London verstanden, der ist dann später erst tatsächlich in den 1980er Jahren, dann durch die Fernsehserie Holocaust beispielsweise, aber dann auch durch die erste Welle von Aufarbeitung sozusagen der britischen Geschichte der Befreiung der Lager, hat er sich mit seinem eigenen Judentum und seiner eigenen Rolle sozusagen als Chronist des Holocaustes auseinandergesetzt. Vorher hat er die ganzen Fotoabzüge alle in eine Schachtel auf dem Dachboden getan und gedacht, den Quatsch sehe ich mir nicht mehr an, es war eh furchtbar. Ja. Also das ist auch so ein Nebeneffekt der Beschäftigung mit diesen Kameraleuten und ihren professionellen wie persönlichen Biografien. Also wir haben auch eine komplette Namensdatenbank aller dieser Kameraleute jetzt angefertigt. Der ermöglicht da, glaube ich, auch ganz viele Anschlüsse, die eben das komplexer machen, einfach diese Geschichten. Und auch, ja. Genau, ich habe noch eine Frage. Ich gucke jetzt noch mal einmal in die Runde, ob es noch eine weitere Wortmeldung gibt. Sonst würde ich dem Herrn in der letzten Reihe jetzt die letzte Frage zugestehen. Und zu genau. Ihren sowjetischen Filmaufnahmen, die da in Mengen gezeigt worden sind, schon frühzeitig. Hat das vielleicht auch was mit der Absicht zu tun, die sowjetische Gesellschaft zu formieren, für diesen Kampf irgendwie bereit zu machen? Da ist ja auch in, ich glaube, in jeder ersten oder zweiten Familie irgendwie ist jemand je nach Rang durch die Butyrka gegangen oder hat am Weißmeerkanal mitgeschaufelt oder ist erschossen worden, weil er ein Getreidekorn irgendwie während des Holodomors aufgelistet hat. Und etliche von diesen Soldaten, auch in sowjetischer Tradition, mussten über die Leichen stolpern ohne Gewehre und sich dann die nehmen irgendwie, die sie irgendwie dann da gefunden haben. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja den Befehlshabern ja auch bekannt geworden und ein Teil von diesem stalinischen Terror hat ja auch was damit zu tun, dass er irgendwie Machtverlustängste gehabt hat, ganz persönlich. Ja,
Frage war klar oder habe ich das zerquatscht zum Ende? Also du kennst dich da viel besser aus. Also ich kann nur kurz sagen, also Formierung absolut, also die Rhetorik, die ich sozusagen als Filmwissenschaftler und ich bin sozusagen kein Historiker mit Spezialisierung auf Russland, also die Sowjetunion, aber ich sehe in den Filmen absolut eine Formierung, hat auch damit zu tun, dass die Opfergruppen eben generalisiert werden. Also es ist eben in diesem ganzen Anklagefilm ist auch nicht, das sieht man gerade, wenn es um 41 und Anfang 42 um Massenerschießungen geht, das sind zu einem nicht unbeträchtlichen Teil oder zum Großteil tatsächlich Juden, die da umgebracht werden und das wird nicht erwähnt mit einem Wort, sondern da geht es um unsere Sowjetbürger und da werden hervorgehoben sozusagen, da wird hervorgehoben das Gemeinsame an diesem Kampf. Ja, also ich habe Ihre Frage ein bisschen anders verstanden und ich würde aber darauf hinweisen, also als die Rote Armee in der Offensive von Moskau das erste Mal große Territorien zurückerobert und auf Massenverbrechen stößt, die die Deutschen angerichtet haben, also vorher gibt es Berichte, also Babi Yar zum Beispiel weiß die sowjetische Regierung durchaus Bescheid durch Zeugenaussagen, ist es im Grunde so ein Ausmaß an Verbrechen und das sind dann vor allen Dingen die sowjetischen Kriegsgefangenen, aber auch schon die jüdische Bevölkerung, also in den Molotow-Noten wird sie auch als jüdische Bevölkerung bezeichnet, ist das Entsetzen auch so groß, dass im Grunde in dem Moment auch gesagt wird, es geht um Beweissicherung und es geht um eine spätere juristische Ahndung. Also das ist sozusagen, ich würde im zweiten Schritt sagen, natürlich werden diese Filmaufnahmen gemacht, auch mit einem bestimmten innenpolitischen Mobilisierungsinteresse, aber der erste Impuls ist tatsächlich dieses unglaubliche Ausmaß an verbrecherischer Besatzungspolitik zu dokumentieren, um es zu beweisen. Und weniger jetzt, die Aufnahmen werden nicht gemacht, primär um die Gesellschaft zu formieren. Gut, vielen Dank. Also wenn man heute die Molotow-Noten vom Herbst 41 liest, dann ist man total verblüfft, wie detailreich, wie konkret und wie auf den Punkt gebracht eigentlich das Ausmaß von Verbrechen schon beschrieben wird. Also das ist wirklich, ich habe sie vor kurzem nochmal gelesen und es ist wirklich verblüffend, was Ende 41, Anfang 42 sich schon abzeichnet, was sich dann bestätigt. Nach und nach. Ja. Gut, ich lade Sie alle ein, gleich noch miteinander weiterzusprechen. Ich bedanke mich bei Michael Löwenstein ganz herzlich für diesen Abend und diesen Vortrag und bei Ihnen für die spannenden Fragen. Und wir haben auch weitere Veranstaltungen. Wir setzen unsere Reihe Geschichte im Konflikt fort. Ich lade Sie herzlich ein, wiederzukommen und wünsche Ihnen erstmal einen schönen Abend. Danke.